Es hat funktioniert. Also das war echt der Hammer. Happy Friday! Ich möchte heute nochmal auf das Thema Mindset eingehen. Also Geisteshaltung, Ausrichtung, auf was wir uns ausrichten, das verwirklichen wir sozusagen. Und was mir dazu noch eingefallen ist, ist eigentlich ein wichtiges Thema, das Prinzip des Momentums. Ich habe gehört, dass das alle erfolgreichen Leute wohl machen, dass sie dieses Prinzip des Momentums immer wieder verwenden und dadurch einfach einen wahnsinnigen Erfolg haben in ihren Dingen, die sie tun. Und das Prinzip, das basiert auf 4 Grundpfeilern. Das erste ist, dass man weiß, was seine Stärken sind. Das zweite ist Aktion, also dass man aktiv wird. Das dritte sind die Ausrichtung auf Resultate, nicht auf Ziele, auf Resultate. Und das vierte ist die Gewissheit, das zu erreichen, worauf man sich ausrichtet. Und das hat ganz viel mit Mindset oder mit Geisteshaltung und der Einstellung auch zu tun. Wenn wir jetzt mal schnell durchgehen durch die 4 Punkte, die Stärken, natürlich ist es total wichtig, seine Stärken und Schwächen zu kennen. Und dadurch, dass wir uns ja auf was ausrichten wollen, was positiv ist, was gut ist, dann sollten wir uns natürlich immer auf unsere Stärken ausrichten und nicht auf unsere Schwächen. Wenn wir unsere Stärken immer stärker machen, werden auch automatisch die Schwächen ausgebessert oder irgendwann auch nachgezogen, sodass diese auch ausgebessert werden automatisch. Und wenn wir das wissen, was wir richtig gut können, oder viele erzählen darüber, über Superpowers, ja, was ist deine Superkraft, das ist für mich, ich habe das nie verstanden, ne? Was ist deine Superpower, ich finde, das ist total kryptisch, und was soll das sein, was soll ich damit anfangen, ne? Und ich habe das nie verstanden, was es damit gemeint ist, das habe ich bisher noch nicht richtig erklärt bekommen. Und durch dieses immer wieder reingehen in das Thema Geisteshaltung, Ausrichtung und Fokussieren auf die Stärken, ist es eigentlich das, ne? Worin bist du richtig gut? Was kannst du? Kannst du toll schreiben? Kannst du super toll vorlesen? Oder kannst du Geschichten erzählen, Gitarre spielen, total ruhig bleiben in stressigen Situationen? So eine Sachen wären jetzt Stärken, würde ich mal sagen, ne? Das zweite Thema ist dann, dass wir aktiv werden. Also egal, was wir machen wollen, ob es jetzt, ich gehe mal wieder aufs Beispiel Morgenroutine ist, ob ich eine tolle Morgenroutine haben will, die mir wichtig ist, weil ich früh einfach Zeit auch für mich haben möchte, weil ich es im Alltag nicht schaffe, oder auch wenn die Kinder dann da sind, möchte ich für die Kinder da sein, und so brauche ich meine Me-Zeit für mich, ne? Und ich muss, um das zu erreichen, muss ich natürlich aktiv werden. Ich brauche einen Plan. Wie mache ich das? Ich muss genau wissen, was ich zu tun habe. Ja? Also natürlich, wenn ich dann die Routine mache, dass ich dann halt entsprechend früh genug aufstehe, um die Zeit zu haben, das ist klar. Aber was passiert? Was mache ich wann sozusagen? Was mache ich wie? Oder wenn ich ein anderes Beispiel nehme, wenn ich mit einem Team zusammenarbeite, wer macht was, für wen, bis wann, warum, wieso, weshalb? Ne? Dass dann auch eine Verbindlichkeit da ist, allein für einen selber und auch für den anderen. Also wir müssen wissen, was zu tun ist. Aber natürlich wichtig ist auch dabei, bei der Aktion, bei aktiv zu werden, wir dürfen Sachen nicht überdenken. Wir Deutschen neigen dazu, erstmal alles total, ich zähle mich auch dazu, total durchzuorganisieren, durchzuplanen, und dann man denkt, nee, erst wenn man bei 100% ist, dann legen wir los. Also so funktioniert das nicht. Man muss halt direkt loslegen. Wie schon gesagt, 80% ist Psychologie, 20% ist Werkzeugkoffer, ist Anwendung. Also Sachen auch lostreten, anfangen, Feedback sammeln, Resultate erzielen, reingehen in Ergebnisse, in, dass man sieht, da kommt was zurück, Progress auch so genannt, ne? Fällt jetzt kein deutsches Wort ein dafür, sorry. Dann das dritte. Wir haben jetzt die Stärken gehabt, wir haben
Aktivität oder Aktion gehabt, auch unbequeme Aktionen, die waren, oder unperfekte Aktionen, die wir reingehen müssen. Und das Dritte ist Ausrichtung auf Resultate, nicht auf Ziele. Wie oft habe ich mir To-Do-Listen geschrieben oder gemacht in digitalen Tools, wo ich ein paar Sachen abstreiche und dann passiert nicht mehr und dann habe ich eine neue gemacht auf einem anderen Zettel und dann entstehen To-Do-Listen, wo Sachen einfach liegen bleiben, die nicht verwirklicht oder erreicht werden. Was ich total interessant finde zum einen. Natürlich sieht man da dann auch ein bisschen, ja cool, jetzt habe ich drei Sachen abgestrichen und man hat das Gefühl, dass man auf jeden Fall was macht. Aber es ist besser, sich nicht auf Ziele auszurichten. Na klar hat man im Job auch Ziele. Wir müssen jetzt so und so viel Stück von was weiß ich was verkaufen oder so und so viel Umsatz machen und so weiter. Ne? Ist ja auch klar, um so gewisse Rahmenbedingungen zu schaffen. Das ist ja auch gut, das will ich absolut nicht verneinen. Aber wenn es jetzt darum geht, was zu erreichen, sind Resultate eigentlich wichtiger. Klar kann auch ein Resultat sein, hey, wir wollen ja 5 Millionen Euro Umsatz machen oder was auch immer. Aber was genau damit gemeint ist mit Resultaten, sind Lebensereignisse. Also Lebensereignisse, die eine Situation einfach toll beschreiben. Ich mache mal ein Beispiel, wo ich das ausprobiert habe. Ich war zum Pokerabend eingeladen von Freunden und ich habe mir gedacht, ja cool, mal wieder einen Pokerabend, lange nicht gehabt, bestimmt eine coole Zeit mit den Jungs. Auf der anderen Seite war so, Pokern, ich war immer der Erste, der aus der Runde rausgeflogen ist, sich neu einkaufen musste, weil ich es bis heute immer noch nicht verstehe und mir auch nicht merken kann, wie es sind die Blätter mit den Zahlen und das hat man auf der Kralle und was auch nicht und das ist immer für mich so, hä? Okay, ja? Und das so im Hintergrund habe ich gedacht, aber heute, das wird ein geiler Pokerabend und ich richte mich total auf das Ergebnis aus, dass ich gewinnen werde. Und dass die Jungs zu mir sagen, hä, wie hast du das gemacht? Das ist ja unglaublich. Wie hast du das gemacht? Und ich habe dann noch gesagt, ich zock euch alle ab. Ich mach euch alle kalt. Ja. Und was habe ich mir noch gedacht? Ich habe mir gedacht, ja, wie wird denn das sein? Wie werde ich mich dabei fühlen? Ja, ich werde mich toll fühlen, richtig energetisch, energiegeladen und es wird funktionieren. Ich werde total davon überrascht sein, dass ich die abgezockt habe, wirklich gepokert in dem Sinne. Was werde ich sagen? Ich werde sagen, ja, ey, ich habe mich einfach darauf ausgerichtet, dass ich gewinne und die Tricks, so wie die ich jetzt angewandt habe, die verrate ich euch natürlich nicht. Hier könnt ihr kaufen, katsching, in meinem Online-Kurs. Spaß beiseite. Und habe mich natürlich darauf ausgerichtet, dass es auch einfach ein toller Abend wird, dass es eine tolle Zeit wird mit den Jungs und wir richtig schön schöne Erlebnisse teilen und miteinander quatschen werden. Also ich habe mich halt wirklich versucht, in diese Lebenssituation hineinzuversetzen. Ja? Nicht in einfach dieses Ziel, ja, ich werde gewinnen. Oder das muss es sein, dass ja, das ich die alle abzocke. Ich bin halt einfach noch einen Schritt weiter gegangen. Was bedeutet das? Was bedeutet das, für mich zu gewinnen? Ja? Was hat das für einen Einfluss auf mein Leben, auf meinen Tag und oder in dem Endeffekt auf den Abend und habe dann auch gesagt, dass das Geld, was ich dann gewinne, werde ich spenden und habe das dann auch getan und es war einfach total toll, ein richtiges Ergebnis und ich muss euch sagen, es hat funktioniert, also das war echt der Hammer, ich habe die abgezockt hoch 10 und die haben dann echt, so einer von denen hat gesagt, ey, wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Das war auch einfach echt unglaublich. Super cool. Also das meine ich mit Resultaten, mit Lebensereignissen, Lebenssituationen. Und das letzte Thema ist, wir haben jetzt Aktion gehabt, wir haben Stärken gehabt, wir haben Aktion gehabt, wir haben Fokussierung auf Resultate gehabt. Das letzte ist Ausrichtung auf die Gewissheit, das auch zu erreichen.
Also ich war so felsenfest davon überzeugt, dass ich diesen Pokerabend gewinnen werde. Ja? Dass egal was passiert, ich werde das schaffen, ich werde das gewinnen, ich werde gewinnen. Und wenn wir einfach so eine starke Gewissheit entwickeln, dass wir das erreichen, ja, im Kopf uns darauf ausrichten, dann wird das auch geschehen. Und was soll man da noch zu sagen? Vielleicht noch ein kleines Beispiel. Mir fällt der Trainer nicht ein. Es gab wohl ein Spiel früher von den Chicago Bulls oder mit Michael Jordan, der das auch, glaube ich, angewandt hatte, der dann sagte: Jungs, wir fliegen jetzt dahin, wir gewinnen das Spiel und ihr packt nur einen Anzug zum Wechseln ein. Wir werden nicht nochmal über Nacht bleiben und noch ein zweites Spiel machen. Wir werden gewinnen. Dann gibt es noch eine andere Analogie, auch von einem anderen Basketballspiel, anderen Trainer, der sein Team so krass darauf ausgerichtet hat, der so felsenfest davon überzeugt war, dass sie das gewinnen und dass sie auch die Playoffs gewinnen und sie haben es auch gewonnen. So viel zum Thema einfach so eine starke Gewissheit entwickeln, also so eine Unerschütterlichkeit auch einfach, die uns wirklich befähigt, wo wir uns selber auch befähigen, dadurch das zu tun, was wir wollen und dann damit auch im Endeffekt gewinnen und auch das Ziel erreichen. So viel nochmal zu diesem Konstrukt vom Mindset, Geisteshaltung, Ausrichtung mit dem Momentum-Prinzip, Ausrichtung auf unsere Stärken, in Aktion treten, auch unperfekte Aktionen, auch wenn es schwerfällt, Sachen lostreten. Dann das Dritte ist Fokussierung auf Resultate, auf Lebensereignisse, nicht auf Ziele. Also viel breiter machen das Ganze. Wie fühle ich mich dabei? Was ziehe ich an? Oder wie wirst du dein Leben führen, wenn du jeden Tag 100.000 Euro verdienst? Wie würde dein Leben aussehen? Ne? So, wann stehst du auf? Was machst du? Schreibst du früh E-Mails oder nicht? Und so, das ist reinversetzt in diese Situation. Und das Vierte, einfach diese felsenfeste Überzeugung, diese Gewissheit haben, das auch zu erreichen. In dem Sinne, Happy Friday, Peace. Poste gerne unten rein und wir schreiben oder kannst mich auch direkt kontaktieren über eine persönliche Nachricht.